So, hallo meine lieben Freunde des gepflegten Modellbaus, da bin ich wieder, euer Modellbauhandwerker. Ich grüße euch, servus. Da fummelt er noch an seinem T-Shirt. Ich sehe es ein bisschen zeitverzögert. Das erste Mal jetzt hier so in dieser Form. Ich bin gespannt, wie ich damit klarkomme, weil es doch ein bisschen verwirrend ist, dass das Bild sehr verzögert ist. Ich werde aber mal schauen, ob ich das nicht irgendwie für mich hier irgendwie anders hinkriege, aber heute muss das mal so funktionieren. Wir bauen den Volkswagen T1 Samba Bus. Wir machen gerade mal das Handy hier leise. Können wir jetzt alle die Ruhe lassen. Ihr seht mich jetzt auch mal beim Bauen und hier habe ich noch so eine kleine hier andere Kameraeinstellung auf die Sprühkabine. Wie gesagt, sehr verwirrend. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Kurze Rückmeldung, ob mein Ton bei euch ankommt, bitte. Ton, Ton, Ton. Hört ihr mich? Ja, das ist sehr gut. Das freut mich. Dann kann ich ja weitermachen und anfangen, hier mein Zeug zu erzählen. der VW Samba Bus T1. Soweit sind wir noch nicht gekommen. Wir sind, glaube ich, immer noch auf der ersten Seite. Jetzt muss ich tatsächlich auch noch aufstehen, weil ich natürlich nichts vorbereitet habe. Der Karton steht noch hier ganz oben drinne. Hier ist er. Und wir haben auch schon ein paar Kleinteile vorbereitet. Ich habe meinen Bastelplatz ein bisschen umgebaut, wer es gesehen hat. Und alles so ein bisschen umsortiert. Und ja, an die Teile komme ich jetzt gerade ein bisschen blöd dran. Da hätte ich natürlich vorher dran denken müssen, können, sollen, dürfen. Aber wir kriegen das ja hin. Ihr habt es ja nicht eilig und ich habe es auch nicht eilig. Und irgendwo kriegen wir auch noch einen Stuhl her und dann stellen wir uns den Karton da drauf und dann ist der hier auch aus dem Bild und alles supi. So, wir hatten das Teil verspachtelt, beziehungsweise zugespachtelt und da müssen wir jetzt zuerst mal sehen, dass wir das ein bisschen verschliffen kriegen, dass wir hier vernünftig weiterarbeiten können. Und da auch noch Farbe drauf bringen. Dafür nutze ich zuerst mal hier so ein Glasfaserradierer. Und da schrubbeln wir uns das jetzt erstmal so ein bisschen darunter. Damit wir die Fuge da eben zu haben, ne? Schrimmt mache ich jetzt wieder zu viel, so dass nachher wieder eine Rille da ist. Jens Patrick, ich grüße dich, mein Lieber. Sven, auch dir ein herzliches Hallo. Und natürlich meiner Frau. Also nicht Sven, nicht dir und meiner Frau, also nicht, dass meine Frau jetzt bei dir sitzt oder irgendwelche Anspielungen, nee, meine Frau sieht tatsächlich auch zu. Freut mich natürlich auch, wenn sich meine eigene Frau für mein Hobby ein bisschen interessiert. Ich streame hier heute tatsächlich das erste Mal via OBS, also Open Broadcast Studio, Software, keine Ahnung, absolutes Neuland für mich.
Aber ich kann jetzt so lustige Sachen machen wie, wie geht denn das hier? Hier sowas. Zing. Ja, finde ich gut. Also bei Facebook braucht ihr mich ja natürlich nicht abonnieren. Also natürlich könnt ihr gerne hier auf meiner Seite gefällt mir und abonnieren und so, ne? Wer das noch nicht gemacht hat, sowieso. Aber der Button ist mehr für YouTube gedacht, wo das Video ja im Anschluss online geht. YouTube kriegt ja immer nur die Aufzeichnung dieses Livestreams zu sehen. Wirklich live gebaut wird der T1 nur auf Facebook. So, das ist hier alles nicht so schön geworden, aber das ist jetzt erstmal nicht so tragisch. Normalerweise müsste man jetzt sagen, ich verspachtel nochmal und ich schleife das nochmal und hast du nicht gesehen. Verzichte ich aber jetzt hier drauf. Das ist jetzt nicht so tragisch, das sieht man nachher nämlich so gut wie gar nicht. Ich habe hier auf dem anderen Monitor mal ein Bild von dem Motor, wie er denn im eingebauten Zustand am Original aussieht. Und da sieht man auch herzlich wenig davon. Mal gucken, ob ich das hier noch mal so ein bisschen ändern kann. Ja. Das schieben wir darüber. Und das schieben wir dahin. Hallo Marcel Säuberli, ich grüße dich, auch dir einen schönen guten Abend. Hallo Ingo, mein Freund, hast du nichts Besseres zu tun, als mir beim Bauen zuzugucken? Jetzt bin ich natürlich gleich wieder nervös hoch zwei, ne? Muss ja jetzt sein, dass du hier zuguckst. So. Haben wir das Teil versäubert? Das ist ja auch schon mal viel wert. Und gucken uns jetzt nochmal fix an, welche Farbe das denn bekommen soll. Farbe L. Ja, D ist nur hier dieser Automat, der da dran hängt. Ist das die Lichtmaschine? Ist das der Zündverteiler? Was ist das? Freunde der Nacht, bringt mir doch auch mal was bei. Also, ja, ist ja nicht so, dass ich euch ständig etwas beibringen würde, aber Farbe L wollte ich wissen. Farbe L, schwarz glänzend. Schwarz glänzend haben wir auch da. Schwarz glänzend. Stehe rasch am Start. Alles ready. Hier ist auch alles klar. Ach, das kann ja direkt losgehen hier. Ich bin ja fasziniert. Wir haben auch einfach noch ein bisschen Sidolin-Streifen frei. Nee, das ist tatsächlich nur Wasser. Einfach um ein wenig den Staub abzubinden, der sich hier so in der Luft befindet und der so aufgeblasen werden kann, wenn ich da reinblase. Also ja, der wird aufgewirbelt. Machen wir uns gleich ans Bemalen vom ersten Teil, dass wir gar nicht hier groß Zeit verlieren. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal mit der Hand Richtung Kamera greife. Die hängen halt hier an den Regalen und ich muss halt ab und zu auch mal an die Regale ran. Mich wundert gerade ein bisschen, ich kann überhaupt nicht sehen, wie viele Zuschauer hier sind. Ach da, vier, fünf. Oh, das sind ja nicht so viele. Das sind wir ja schön eine gemütliche kleine Runde. Ganz, ganz entspannt. Brauche ich auch gar nicht so nervös zu sein.
wenn wir so ein paar People zugucken, dann, obwohl das manchmal schlimmer ist, wie wenn da 20 Leute zugucken. Aber alles ist gut. Und wenn nur einer zuguckt, dann guckt nur einer zu. Und wenn gar keiner zuguckt, dann gucke ich mir selber zu. Zack. So, da ich mein Zebra-Rührstäbchen gleich wieder abwischen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, immer nur raus damit. Ihr wisst Bescheid. Ich antworte immer gerne. Gar kein Thema. Auch nach dem Stream. Einfach unklar. Einfach raus mit den Fragen. Könnt ihr alle was sehen? Bin ich überhaupt im Bild hier? Wo bin ich denn hier? Bin ich überhaupt noch online? Die Kamera ist ein Standbild. Das ist ja auch nicht schlecht. Die Kamera auf meiner Airbrush-Kabine ist ein Standbild. Das ist natürlich ärgerlich. Das ist ärgerlich, lässt sich aber jetzt gerade im Augenblick so nicht ändern. Aber ich bin mir sicher, dass wir das gleich noch irgendwie besser hinkriegen. Ich fummel da gleich noch mal ein bisschen dran rum. Wollen doch mal sehen. Ich muss das nur eben fertig machen hier. Man sehe es mir nach. Das blutige Anfänger. Da, Farbe leer. Das startet ja schon wieder gut hier. Nee, mache ich mir keinen Kopf, weil nämlich das bei den wenigsten einfach fließend läuft. Also wenn ihr zu Hause für euch baut und so, bin ich mir sicher, läuft auch nicht alles reibungslos und dann ist mal die Farbe zu Ende und obwohl ihr noch zwei Sprühgänge machen müssen und so, deswegen habe ich da gar kein schlechtes Gewissen. Ich versuche euch derweil trotzdem ein bisschen bei Laune zu halten, deswegen quatsche ich immer so ein bisschen wirres Zeug und so, dann wird es euch nicht ganz so langweilig. Aber das kennt ihr ja. Da einmal alles voll spritzen, bitte. Und dann suddeln wir das Teil nochmal ein hier. So, dann darf das trocknen, kommt im Lackierständer etwas weiter nach hinten. Und die Farbe blasen wir jetzt hier raus. Was war an meinem Video auszusetzen? Kevin, an deinem Video? Hast du schon mal ein Video gemacht?
Echt? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Was dran auszusetzen? Nein. Ach, an dem Video. Ja, ach so, ja, das hast du ja wahrscheinlich auch selber gemacht. Nein, das gehört hier leider jetzt gerade nicht ins Vorabendprogramm. Ne? Da kann ich gerne noch mal einen Stream zu machen, wenn das Dschungelcamp rum ist. aber auch dann ist das nur Pay-TV hier, ne? Also dann müsst ihr schon dafür zahlen, dass ihr zugucken dürft. Und ich brauche vorher eine Ausweiskopie von euch. Kevin. Das war nicht schön. Wer übrigens den Kevin nicht kennt, Kevin Wilson, as formerly known as Dunhill 2005, geht mal auf YouTube, aber erst wenn der Stream vorbei ist, ne? Nicht jetzt hier abhauen und sagen, der hat aber gesagt, ich muss auf YouTube gehen. Nein, nein, wenn der Stream rum ist, geht er mal schön auf YouTube. Dunhill 2005 macht leider überwiegend Militärbauten. Ist aber nicht schlimm, weil er versorgt jeden da auch immer mit Hintergrundwissen und Informationen rund um das Fahrzeug, rund um die Technik und immer ein bisschen was Informatives nebenbei. Schaut da gerne mal rein beim Kevin. Ich mag ihn, es ist ein feiner Kerl und es ist ein schöner Kanal. Ich gucke oft seine Videos, auch wenn sie mich nicht immer interessieren, aber es ist so ein bisschen Abwechslung und er ist schon unterhaltsam. Man merkt auch in seinen Videos, dass er das gerne macht, was er da macht. Und deswegen, guckt mal rein, lasst ihm gerne mal ein Abo da. So, genug Werbung gemacht, Kevin. Rechnung schicke ich dir nachher wieder. Gucken wir, wo es weitergeht hier. Dass wir mal vorankommen, Mensch, gibt's ja gar nicht. Farbe F würde ich jetzt sagen. Machen wir weiter. Farbe F wird hier dieser Mittelsteg. Aber ich wollte doch jetzt noch mal nach der Kamera gucken hier. Das ist die da. Immer noch nicht da. Oh, mal gucken hier. Aha. Ich glaube, er hat sie gar nicht als Webcam erkannt. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ich weiß nicht, woran es liegt. Soll ich sie mal rausziehen? Ich ziehe bestimmt die falsche raus. Das wäre die hier. Nee, ich bin doof. Das kriege ich nicht hin. Muss ich irgendwann mal in Ruhe machen oder keine Ahnung. So, das Teil hier wird jetzt erstmal maskiert, weil außen haben wir es ja schon bemalt, besprüht, wie auch immer man es nennen möchte. Wir müssen jetzt noch den inneren Bereich sprühen. Und da nehmen wir uns einfach so ein bisschen Maskierband und beppen uns das hier so rum, dass wir den bereits besprühten Bereich nicht nochmal mit besprühen. Wem ist es aufgefallen, dass ich mir, trotz dass ich mich das letzte Mal drüber geärgert habe, immer noch keine Kopien der Farbangaben gemacht habe? Nervt mich jetzt gerade so ein bisschen. Weil es halt echt nervig ist, wenn du hin und her blättern musst die ganze Zeit. Da gibt es echt Schöneres. Das gute Tesa-Band. Tesa
Schieß mich tot, ich weiß nicht, wie es heißt. Für innen? Erhöhen Sie Ihren Schutz? Nein, mache ich nicht. Ist das normal, dass man beim Facebook-Livestream die Kommentare selbst runterblättern muss? Das kann es ja auch nicht sein. Das kann ja nicht so richtig sein. So, alles fest einpacken hier. Nicht zu dick einpacken, wenn das nachher nicht mehr auseinanderkriegt, ist das nämlich auch doof. Ja, wir haben jetzt noch diesen mittleren Bereich für die Farbe F vorbereitet und dann gucken wir doch gleich mal hier durch. Und da sehen wir nämlich, dass wir weitere Teile mit der Farbe F haben. Und zwar dieses hier. Und zwar wird F alles außer dieser Kasten. Da wird das Maskieren jetzt ein bisschen more tricky. Zing. Wenn ich mich so doll, ganz, ganz schlimm konzentrieren muss, dann kann ich nicht reden. Dann bin ich froh, wenn ich das mit dem Atmen auf die Reihe kriege. Aber wir sind jetzt rum hier, 17 Mal. Schieben den jetzt noch so ein bisschen in Richtung hier. Und dann versuche ich den nochmal weiter zu maskieren. Ist echt eine blöde Stelle, kommt man blöde dran. Aber ihr kennt das ja. Kommen immer wieder solche Dinge, wo man echt nicht weiß, wie soll ich das denn machen? Da fehlt mir irgendwie ein Fingergelenk oder so wie hier das Maskieren. Da denkt man so im ersten Moment, hey, ist das überhaupt nötig? Aber dann so im Nachhinein glaube ich schon, dass das nötig ist, weil es halt danach einfach besser aussieht. Meistens. So. Ihr seht schon, das Maskierband wird stetig größer. Ist aber auch wirklich meistens so, dass du am Bauteil selbst ganz nah dran irgendwie ganz kleines Klebeband nimmst und dann später kannst du dann ein bisschen großflächiger arbeiten. Aber man will halt einen ganz genauen Ansatz irgendwie hinkriegen und dafür musst du halt feines Maskierband nehmen. Feines Maskierband hast du da genommen. Feine. So, da sind wir schon zu siebt. Supi.
freut mich, dass ihr alle da seid. Ich muss schon wieder die Kommentare runterscrollen. Sven Krüger, ich grüße dich. Kevin Wilson, du schaust ja schon wieder zu. Ja? Das kann ja nicht angehen, dass du hier einfach verschwindest und dann wieder auftauchst. Oder musstest du gerade die neue Abonnentenflut auf deinem Kanal in Augenschein nehmen? Ach ja. So, haben wir das auch maskiert. Und dann haben wir Farbe F noch an dem Teil G9. Und ich glaube, das Teil G9 hatten wir tatsächlich noch nicht vom Gießers getrennt. Kann das sein? Schauen mal nach hier. Das ist auf jeden Fall der Gießers Nummer G. Und das Teil Nummer 9. Ich werde alt. Ah, da ist es. Teil Nummer 9. Ich glaube, ich kriege es echt langsam mit den Augen. Zack und zack. Hier irgend so ein Schlauch. Dingens, Gedöns, Gefummels, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist aber irgendwie auch egal, was man baut. Irgendwie muss man überall so technisches Wissen haben. So wissen, wie die Teile heißen und so, weil sonst sieht man irgendwie blöd aus. Dann ist es bei mir egal, welches Genre ich bediene. Ich weiß nirgendwo. Wie die Teile heißen. Ich habe, wo mir jetzt das Teil gerade hier runtergeflogen ist, fällt mir das ein. Ich habe meinen Bastelplatz ein bisschen umgebaut. Ich habe dabei meinen Tisch hochgesetzt. Also mein Tisch ist jetzt 10, 12, 14 Zentimeter höher als normal. Die Sitzposition ist unverändert. Also ich sitze auf einem ganz normalen Stuhl an einem etwas erhöhten Tisch. Und ich muss sagen, das ist angenehm. Das ist sehr, sehr angenehm. Wenn ihr das mal näher sehen wollt, mache ich da gerne mal ein Video dazu, zeige ich das mal, was ich da veranstaltet habe, beziehungsweise wie es jetzt aussieht. Von der Veranstaltung selbst habe ich ja keine Aufnahmen gemacht, aber wie es jetzt aussieht, das könnte ich euch gerne mal zeigen. Und wie man eben an dieser Position sitzt und wie sich es anfühlt, kann ich euch halt zeigen. Ja. Ich habe mal gehört, dass Uhrmacher wohl auch so oder so ähnlich sitzen. Und deswegen fand ich das eigentlich gar nicht so doof. Weil die Uhrmacher, die werden schon wissen, warum sie so da sitzen. Und irgendwie ähneln sich die Arbeiten ja doch schon so ein bisschen. So. Werkzeug wieder wegpacken. Wenn da hier jetzt so viel rumliegt, dann kriege ich wieder Ärger. Und dann wollen wir die Teile mal in F lackieren. F ist die Farbe Seidenmatt Schwarz und Seidenmatt Dunkelgrau. Ich habe mich da für XF69 entschieden. Und das wäre jetzt so die Masterfrage. Wer weiß, was XF69 für eine Farbe ist von Tamiya? XF69 ist tatsächlich NATO Black. Aber ich finde, die passt ganz gut. Wo ist denn mein Rührstab? Farben immer aufrühren. Ganz wichtig. Bete ich bei fast jedem Livestream. Alle Farben setzen sich mehr oder weniger schnell ab. Also die Pigmente setzen sich ab, das ist völlig normal. Und die müssen eben vernünftig aufgerührt sein, bevor ihr das in eure Airbrush kippt. Sonst sprüht ihr, übertrieben jetzt, nur Verdünner und irgendwann habt ihr nur noch so einen Klumpen Farbpigmente im Glas. Und das ist natürlich nicht so prickelnd. Ich
kann euch das mal zeigen hier an einer Metallic-Farbe von Zero Paints. Ja, hier sieht man schön, wie die sich abgesetzt hat. Da sieht man es. Und die muss dann wirklich aufgeschüttelt werden, bis sich das alles wieder vernünftig vermischt hat, damit ihr auch regelmäßig den gleichen Farbton damit erhaltet, ne? Sonst habt ihr jedes Mal beim Sprühen einen anderen Farbton und wundert euch dann nachher, warum euer Fahrzeug fleckig ist, wenn ihr das nicht in einem Durchgang durchsprühen könnt. So, hier haben wir jetzt noch so ein bisschen Schmodder am Rand hängen. Ja. Am Samstag, also jetzt nicht jetzt am Samstag, sondern nächste Woche Samstag, geht's wohl nach Nürnberg auf die Spielwarenmesse. Ich freue mich schon. Der liebe Kevin wird dabei sein. Dann werde ich ihm auch mal die Pranke schütteln dürfen. Freue ich mich auch drauf, endlich mal das Gesicht dazu live zu sehen. Des Weiteren wird dabei sein der Delan, Dennis Lange. Mit ihm bin ich eigentlich die letzten 2 Jahre schon in Nürnberg gewesen. Wir kennen uns schon ein paar Tage. Und dabei wird auch sein der Florian von Floß Plastikmodellbau. Oder heißt es Floß Modellbau? Oder... Ja, ich weiß gar nicht. Ich schreibe es nachher mal in die Kommentare mit Link. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Wird auf jeden Fall ein lustiger Samstag. Stressig, aber lustig. Und wenn ihr irgendwas wissen wollt, irgendwelche Neuheiten sehen wollt, dann schreibt mir das gern mal. Dann werde ich da speziell Ausschau danach halten, ne? Außer natürlich, ihr sagt, ihr wollt das neue Trampolin von der Firma XY blablabla bla bla sehen. Da, nee, das machen wir nicht. Aber so Plastikmodellbau und so kann ich gern für euch nachgucken, was es da so gibt am Start. Was da so los ist, was da Neues gibt. Und natürlich, je nach Möglichkeit, mache ich auch Fotos und Videos. Nicht jeder Standbetreiber sieht das gerne. Aber wenn man vorher höflich fragt und so... Und dann kann ich da bestimmt ein bisschen was machen. So, auch mein neuer Lackierständer. Ich finde den so geil. Das ist so ein Traum damit. Echt schön hier die ganzen Dinge wegpacken und sich keine Gedanken mehr drum machen müssen. Auch den zeige ich euch gern mal in einem separaten Video. Das würde jetzt hier den Rahmen des Livestreams sprengen und dann wäre es noch langweiliger für die, die sich hier den Bau des Busses angucken wollen. Die sind wahrscheinlich eh schon gelangweilt, weil ich hier so viel dumm Zeug erzähle von irgendwelchen Sachen, die mit dem Bau selbst gar nichts zu tun haben. Ja, so ist das. Das Ferrari-Gruppbild hat übrigens begonnen. Ne? Ihr wisst ja, seit dem 1.1. das große Ferrari-Gruppbild. Wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet, der Ingo und ich, um dieses Gruppbild eben irgendwo zusammenzuhalten, um eine Übersicht zu haben. Es läuft gut, der Umgangston ist freundlich. Aber, also... Nicht aber. Also der Umgangston insgesamt ist sehr freundlich. Punkt. Bei 50 Teilnehmern, die es augenblicklich sind, beziehungsweise 50 Mitglieder in der Gruppe, kann es natürlich schon mal sein, dass es Mitglieder gibt, die sich nicht miteinander vertragen. Beziehungsweise, wo die Chemie einfach nicht stimmt oder wo der eine das eine sagt und der andere das andere aufnimmt und was weiß ich. Ist aber alles meiner Meinung nach geklärt. Die Gruppe ist wieder freundlich miteinander. Es wird viel kritisiert. Meistens, also eigentlich immer zu Recht. Aber gerade das finde ich so gut.
Weil loben, das ist zwar schön, das freut zwar die Bauer, aber es bringt sie nicht weiter. Wenn sie beispielsweise etwas technisch falsch gemacht haben, ungünstig gemacht haben, was man hätte besser machen können. Sie es aber vielleicht nicht wissen. Also sie haben es aus Unwissenheit ungünstig gemacht. Und es wird kritisiert und der Kritisierer sagt, pass mal auf, wenn du das so und so und so machst, dann wird das Ergebnis noch besser. Dann finde ich das Kritisieren sehr gut. Und in vielen anderen Gruppen sieht man leider, dass auch schlecht gebaute Modelle oder weniger gut gebaute Modelle relativ viele Likes und Lobhudeleien erhalten. Ich habe dieses ganze Thema echt, das steht mir hier oben irgendwo. Deswegen finde ich gut, wie das in dem Ferrari-Gruppe läuft. Alle so vertragen sich, sie respektieren sich und es wird offen kritisiert. So dass jeder, auch der erstmal nichts damit zu tun hat, also der stille Mitleser, kann davon profitieren, wenn er sich die Kritik durchliest, auf sein eigenes Modell irgendwie ummünzt und das für sich mitnimmt, diese Information. Boah, ich habe aber auch einen Durst. So, Delle. Da haben wir ja den Motor jetzt schon fast, also nicht ganz, aber also die Teile sind zumindest schon mal alle bemalt. Das ist schön. Bodenplatte würde es jetzt weitergehen hier mit Dingenskirchen, ausschneiden für die Kabel und so. Ich möchte jetzt zuerst aber anfangen und zwar mit den Karosserieteilen, weil die hier im Bauplan, also in der Teileübersicht, bereits alle lackiert sind. Habe ich mir natürlich meine Gedanken dazu gemacht, warum sind die Teile hier schon lackiert. Und wenn man hier durchschaut, sieht man, dass die Karosserie nicht zusammengebaut wird und dann wird sie draufgesetzt, sondern es kommen immer peu à peu einzelne Teile der Karosserie ans Fahrzeug dran. Hier und super Beispiel, läuft ja klasse. Ja, hier kommt die hintere Seitenwand und hier kommt die Heckklappe dann. Und immer eins so nach dem anderen kommt ans Fahrzeug dran. Und damit einfach gewährleistet ist, dass die Farbgebung an allen Teilen identisch ist, lackiert man die alle in einem Abwasch. Und das halt in diesem Fall möglichst früh beim Bau. Ihr seht, die wird hier im Bauschritt 8 oder 9 ist das, 9, wird schon die Frontpartie benötigt, wo wir die ersten Kabel einbauen wollen. Und da muss die Frontpartie bereits lackiert sein. Und wenn ich die jetzt lackiere und das andere Teil in einem halben Jahr, dann kann es sein, dass durch Schattierungen oder eben abgesetzte Farbe oder mit Lichteinflüssen und UV-Licht und hast nicht gesehen und Dingenskirchen und überhaupt und tausend Argumente und ich weiß nicht was. Dann kann es auf jeden Fall sein, dass wir hier einen Farbunterschied haben zwischen der Seite und der Front, weil eben so viel Zeit zwischen den zwei Lackierdurchgängen liegt. Und deswegen möchte ich einfach hier jetzt anfangen, die Karosserie vorzubereiten, beziehungsweise die Teile so weit zu machen, dass wir sie nur noch verbauen müssen. Also starten wir jetzt mal nebenbei so mit den Karosserieteilen. Haben wir es jetzt so verstanden? Ich weiß selbst nicht mehr, was ich sagen wollte. Knips, knips. So, hier haben wir jetzt die Frontpartie. Er hier ist auch. Und er hier gehört auch zur Karosserie. So, Rest gehört nicht zur Karosserie. Das heißt, ich kann mir hier den Rahmen abknipsen und bin da schon wieder ein bisschen flexibler, weil das Teil einfach kleiner ist.
So, dann haben wir hier Karosserie. Das ist dieser Gießast. Das sind nur die zwei Türen. Und die Seite. Oh, das sind aber viele Angüsse hier, ne? Man kann es auch übertreiben. So, auch hier knipsen wir uns den toten Gießast weg. Einfach damit wir ein bisschen Platz. Diese Schwerkraft aber auch. Dass wir hier ein bisschen Platz im Karton kriegen. Jetzt suchen wir uns noch den Gießast mit dem Dach. Den haben wir hier am Start. Und hier ist alles außer dieses Teil hier. Schnipp. Das bekommt irgendwann die Farbe N. Das muss aber jetzt noch warten. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt sicher bin, was ich mir da angetan habe. Den VW T1 in 1:16 live bauen. Und das Dach. Naja, das wird auf jeden Fall nicht mein letzter Live-Bau sein. Das kann ich euch versprechen. Weil ich habe da richtig Spaß dran. Auch wenn wir augenblicklich nur drei Zuschauer sind. Martin, Martin, moin, moin, Abend und Tag. Ja, alles zusammen auch von mir aus, also von hier aus an dich. Grüß dich. Nimm Platz. Es sind noch Plätze in der ersten Reihe frei. Setz dich. Die Bedienung kommt gleich, bringt dir kalte Getränke. Bisschen aufpassen hier, dass wir nicht die falschen Schnuddel wegschneiden, sonst gehen nachher die Tür nicht mehr auf und zu oder das Dach nicht mehr drauf. Oh. sieht man das? Warte mal, ich nehme mal ein Lineal hier dazu. Ja, das ist gerade. So. Feine Sache. Super. Da kommt ja was auf uns zu. Also, auf mich. Ihr hockt ja nur da und guckt zu. Schönen Dank. Ich habe beim Unboxing gar nicht gesehen, dass das Teil so verzogen ist, aber ich glaube, am Gießast sieht man das auch nur schwer. Aber das ist ja nichts, was man nicht mit einer halben Flasche Klebstoff wieder richten könnte. Schnipp. Und hier jetzt wieder aufpassen, hier sitzt nämlich die Türscharniere. Auch die Türen selbst haben unheimlich viele Angüsse, aber ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel hier den Anguss und der ist dreimal spiegelverkehrt umgedacht und dann ist das natürlich, geht das hier voll in die Hose, irgendwas zeigen zu wollen. Also der Anguss selbst ist sehr, sehr klein, sehr, der ist zwar breit, aber nicht, wie man das oft schon gesehen hat, dass der so dreimal so dick ist wie das Bauteil. Nee, nee, der ist von der Höhe her kleiner wie das Bauteil. Er ist relativ breit, das ist richtig, aber das ist ja auch nicht tragisch, solange er eben nicht so aufträgt.
Wir haben jetzt hier oben den abgeschnitten und tatsächlich merkt man den nur noch mit einem Fingernagel, wenn man wirklich drüber geht. Ansonsten ist das Teil schon ziemlich sauber. Muss ja immer aufpassen, was man sagt, ne? Das Teil ist ja nicht sauber, wenn man das Ding abgeschnitten hat. Das ist nur relativ sauber oder ziemlich sauber, aber nicht ganz sauber. Generell bin ich eigentlich immer einer, der darauf achtet, wie er sich ausdrückt. Kennt ihr den? Sagt der eine wortgewandte Pickel zum anderen wortgewandten Pickel. Und wie drückst du dich aus? Ha ha ha. Nee, ich achte schon da verstärkt darauf, wie ich mich ausdrücke, auf meine Wortwahl und versuche hier keine Angriffsfläche zu bieten für irgendwelche Hater oder so. Hab aber auch mir vorgenommen, das in naher Zukunft so ein bisschen zu ändern. Einfach um ein bisschen mehr von mir preiszugeben, also so ein bisschen mehr meine Meinung zu zeigen und mich zu positionieren. Weil wenn man sich immer so ein bisschen so ausdrückt, dann ist man so ein Aalglatte und deshalb, da habe ich auch keinen Bock drauf. Ich will so ein bisschen einen Imagewechsel, wenn ihr versteht, was ich meine. Dazu wird dann also in diesem Zusammenhang wird es auch dazu kommen, dass ich mich über andere auslassen werde. Das kann ich euch versichern. Ich habe da auch schon ein, zwei Leute im Kopf. Die werden das mit Sicherheit nicht so lustig finden, aber das ist nicht mein Problem. Ob ich das lustig finde, was sie machen, interessiert ja in dem Moment auch keinen. Sie machen ja nichts persönlich mit mir, aber naja, ihr werdet es erfahren. Es gibt da ein, zwei Kollegen und da stoßen mir so ein paar Sachen ein bisschen sauer auf und das werde ich einfach mal ansprechen. Vielleicht bin ich ja da ein bisschen engstirnig und ihr sagt zu mir, dass die machen und alles ist gut. Oder vielleicht sagt er ja auch, du hast recht und schön, dass mal jemand angesprochen hat. Wir werden sehen. Ich bin gespannt. Jeden Fall müssen wir den Kunststoff hier noch reinigen. Da ist mir doch ein bisschen viel arg Schmutz drauf. Ich mache auch bis jetzt erstmal nur die Angüsse weg. Also ich werde jetzt hier erstmal noch nichts versäubern oder so. Ich versuche nur erstmal die Angüsse sauber wegzuschneiden, ohne dass ich mir hier irgendwo eine Kante reinschneide. Und das ist schon, da kriege ich ja schon Knoten in die Finger hier. Erstmal sind es so viele und einige, wo man echt bescheiden drankommt. Das sind echt viele Angüsse. Es sind auch nicht unwenige Karosserieteile, das muss man dazu sagen. Also es ist hier nicht, dass man hier drei Teile zusammen macht und noch irgendwie einen Heckspoiler drauf und gut ist. Also hier ist schon ein bisschen mehr. Ich hoffe, dass das nachher am Modell alles vernünftig zusammenpasst, dass wir hier keine großen Passdifferenzen haben. Aber da bin ich auch mal gespannt, ob die gerade ist. Diese Frontpartie hier. Knipp und Knips. Vorne wieder die Türscharniere. Achtung, dass wir die stehen lassen, ne? Sonst müssen wir nachher die Tür zukleben. Dann hat man nochmal bewegliche Türen. Weil anders als bei vielen anderen Modellen ist hier nicht nur die Option, dass man sagt, wir bauen die Türen geöffnet oder geschlossen. Nein, hier sollen die Türen am fertigen Modell sogar beweglich sein.
8 Zuschauer. Ich begrüße euch alle 8. Wahrscheinlich sind die 3 Grundzuschauer vom Laptop eingeschlafen oder vom Handy. Und die anderen haben sich einfach nur verirrt. Ich grüße euch auf jeden Fall. Freue mich über jeden, der zuguckt. Knips, knips, jetzt haben wir es hier gleich geschafft. Ach nee, zu früh gefreut. Da kommt ja noch ein bisschen was. Bild sollte soweit eigentlich auch okay sein, denke ich, oder? Bild, 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 Bild. Sind wir scharf? Also, dass einige von euch scharf sind, das weiß ich wohl. Kevin, wo bist du? Nee, aber Bild ist in Ordnung, oder? Sind wir zu hell? Sind wir zu dunkel? Ich habe hier 2 Ansichten. Also auf meinem Laptop sehe ich zweimal das gleiche Bild. Einmal aus dem Stream und einmal von der Software. Und beide Bilder haben eine unterschiedliche Helligkeit. Deswegen mal an euch. Wie sieht's aus? Martin, der ist nicht ölig speckig, aber tatsächlich dreckig. Aber das ist nicht ölig speckig. Da haben wir wirklich ein paar Flecken drauf. Woher es kommt, ich kann es nicht sagen. Vielleicht tatsächlich Formtrennmittel oder was. Aber dass er jetzt ölig oder so wäre, könnte ich nicht sagen. Ansonsten ist er in Ordnung, nur wie gesagt, auf diesen weißen Teilen haben wir so ein bisschen, ja, wahrscheinlich sieht man es da, auf dem grauen sieht man es nicht oder so, ich weiß es nicht. Haben wir hier Dreck drauf, vielleicht auch drinne, nee, drauf, es geht wegzuputzen, so dass man auf jeden Fall hier um eine Reinigung des Kunststoffes vor der Lackierung und vor der Grundierung vor allem nicht drum rumkommen. Aber ölig, speckig, so wie man das von anderen Bausätzen schon mal gesehen hat, ist es nicht. Also ich habe den Trumpeter Bausatz ja hier, der von dem SLT 56, der ist ölig speckig, der ist wirklich, der greift sich eklig, ja. Und das hier ist, das ist in Ordnung, das ist nur, als wären da irgendwelche Flecken drauf. Machst du ein Softdach? Nein, ich mache kein Softdach, weil mir einfach dazu... Boah, Scheiße. Dafür fehlt mir das Wissen. Und weil mir das Wissen fehlt, ist es natürlich auch in einem Livestream schlecht zu verpacken. Und wenn, dann will ich hier alles zeigen. Und wenn ich ein Softdach machen würde, dann natürlich auch die ganzen Versuche und Tests und was gut aussieht und was weniger gut aussieht und was in die Hose geht und so. Und das versuche ich eigentlich hier im Livestream zu vermeiden. Hier soll es schon ein bisschen flüssig vorangehen, wenn auch Arbeitsschritte mal ein bisschen länger dauern, aber ich wollte jetzt hier in einem Livestream eigentlich nicht mich an einzelnen Bauteilen festhalten, weil ich irgendwas versuchen will, was ich noch nie gemacht habe. Versteht man das? I hope so. Was ist denn hier mit den Streben? Die kommen auch weg, ne? Ja, weg damit. Alles andere wird wieder mit Evergreen aufgefüllt und gut ist. Nicht lang schnacken, wegschneiden hier. Zack, zack. So, Dalle. Dann nehmen wir doch mal die Anleitung hier weg, dass wir eine vernünftige Unterseite haben. Hier wollt ihr mal die Angüsse sehen. Achso, ihr seht es ja hier, ne? Hier könnt ihr es ja sehen. Alles die Angüsse von den paar Karosserieteilen hier. So, Frontpartie. Frontpartie ist krumm. Ist aber
Ich denke nicht so krumm, dass man da nicht mehr mitarbeiten kann. Aber es ist tatsächlich der untere Bereich, der verzogen ist. Leider nicht die Fenster, weil die Fenster wären ja relativ leicht gewesen. Das sind ja nur so ein paar dünne Streben, aber es ist der untere Bereich, der verzogen ist. Schade, da müssen wir vielleicht mal gucken, ob wir das ein bisschen in Richtung gedrückt kriegen unter heißes Wasser, dass wir den wieder ein bisschen zurückgebogen kriegen. Also hier schon mal ein Minuspunkt, ne? Ist das hier alles nur gesteckt? Wer hat den denn schon mal aufgebaut hier von euch? Gibt es da jemanden? Bildton top, vielen Dank. Freut mich, diese Rückmeldung. Und vor allem freut es mich, dass es so ist. Weil das ist ja tatsächlich etwas, was einige andere nicht auf die Reihe kriegen. Ach, sind wir heute so schön eingebildet. Und warum sind wir das? Richtig. Weil wir es können. Ey, das ist ja alles gesteckt hier. Das ist ja schön. Nee, das ist, da kann ich mit arbeiten. Das kriege sogar ich hin, glaube ich, irgendwie. Der wäre dann so. Ich will mir nur mal das Grundprinzip hier angucken. Weil mehrteilige Karosserie, die erst am Fahrzeug verbaut wird, hatte ich so halt auch noch nicht. Ich als Modellbauanfänger. Ah, und der kommt dann da rein. Ach, das ist ja geil. Der wird mir aber gut gefallen. Das kann ich euch sagen. Ja. Und dazu noch die Lackierung, die ich so im Kopf habe. Fein, fein, fein. Ich freue mich. Lackierung wird natürlich auch ein Fest. Ihr wisst es ja schon, was es wird. Ich habe jetzt hier jedenfalls erstmal die ganzen Teile rausgetrennt. Alle 38 Stück. Keine Ahnung, wie viel es sind. Zwei Türen haben wir hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Teile für die Karosserie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 haben wir auch im Plan. Das heißt, wir haben alle Teile für die Karosserie und können dann im nächsten Stream anfangen, die Teile zu versäubern. Und vielleicht kriegen wir es sogar hin, die schon zu grundieren. So dass die ganze Geschichte hier an Fahrt aufnimmt und langsam vorangeht. Ja? 91 Zuschauer, meine lieben Freunde. Ich freue mich, dass ihr jetzt so zahlreich da sind. Da seid. Da seid, heißt es. Und da muss ich doch gleich mal hier nochmal gucken, ob ich das nochmal hinkriege. Wie schön ich das vorhin gemacht habe. Meinen Button hier einblenden. Jawollo. Natürlich dürft ihr mich gerne abonnieren auf YouTube, Instagram, Facebook, zack, 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 überall ist er vertreten. Der Modellbauhandwerker. Nee, Spaß beiseite. Schaut gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei, dürft mich gerne abonnieren, lasst mir Kommentare da. Ein paar Daumen, freue ich mich drüber. Und ja, wir gucken uns hier nochmal die Teile so ein bisschen an. Nachgravieren wird hier wohl auch so ein bisschen vonnöten sein. Formtrennnähte selbst haben wir tatsächlich nicht, weil dies ja alles Teile aus einem Gießast sind. Und bei Gießastteilen sind die Formtrennnähte meist auf den Kanten und nicht irgendwo auf der Karosserie. Und die Kanten versäubern wir ja sowieso. Das soll also hier nicht das Problem werden. Vielleicht werden wir uns, bevor wir hier wirklich loslegen mit dem Versäubern, nochmal ein paar Fensterscheiben rausholen, dass wir sehen, wie die Fensterscheiben hier drin sitzen. Nicht, dass wir uns hier eine Nut wegschleifen, weil wir hier tatsächlich an den Unterkanten, also hier haben wir so Nuten dran, die jetzt erstmal aussehen wie so ein bisschen Flash, ein bisschen Grat und so. Nicht, dass wir uns die wegnehmen.
und die nachher die Fenster halten sollen. Ansonsten die Gravuren selbst werden wir ein bisschen nacharbeiten. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil wir das wollen. An der Haube müssen wir sowieso ein bisschen rumschnitzen und ein bisschen fummeln. Da bereite ich dann ein bisschen heißes Wasser vor, dass wir da ein bisschen was machen können. Vielleicht kriegen wir das auch mit dem Föhn hin, aber ich werde es erstmal in heißes Wasser legen. Ansonsten haben wir nicht so viele Gravuren. Wir haben hier hinten eine an der Ecke. Wir haben hier hinten noch mal so eine kleine Tür dran. Die werden wir uns nachgravieren. So dass das eigentlich alles relativ simpel vonstatten gehen wird. Dann werden wir uns innen drin die Auswerfermarken nochmal anschauen, ob wir die nicht verspachteln. Dann wären die nämlich auch weg. Ich glaube, das wird das Allerbeste sein. Sind ja doch irgendwie überall da. Allgegenwärtig, sagt man drüber. Allgegenwärtig. Auch an den, nee, an den Türen, doch, an den Türen haben wir sie auch. Und da ist es natürlich erst recht schade, wenn wir nachher die Türen beweglich haben und offen darstellen wollen und so. Und dann müssen wir hier die Auswerfermarken irgendwie wegkriegen. Das kriegen wir aber hin. Bisschen Spachtelmasse und ein bisschen unser Glasfaserradierer. Und dann können wir da schon mit um. Ich muss gerade mal hier meine Kommentare wieder ein bisschen hochblättern, dass ich überhaupt irgendwas von euch mitkriege. Revell sieht zu. Hallo Revell. Jetzt komme ich ja ins Stocken. Spaß beiseite. Hallo, ich grüße euch. Revell sieht zu. Das wusste ich schon, nachdem die Zuschauerzahlen so explodiert sind, dass Revell das Video wohl oder den Stream geteilt hat. Vielen Dank übrigens dafür und für den gesamten Support der vergangenen Monate. Vielen Dank. So, ich glaube, wir haben genug gefachsimpelt über den Zustand und das Aussehen der Bauteile. Wie gesagt, da kommt noch ein bisschen Arbeit auf uns zu. Nächstes Mal geht es ans Versäubern und wahrscheinlich auch ans Entfernen der Auswerfermarken. Vielleicht nachgravieren, vielleicht schaffen wir es auch schon zu grundieren, da durch das Spachteln wird das aber wahrscheinlich eher nichts werden. Aber wir bleiben dran, wir bleiben fleißig, immer, immer weiter. Und wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen. Das war's von hier. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Es hat mir wie immer riesen Spaß gemacht. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Und ciao, macht's gut. Euer Modellbauhandwerker. Ciao.